Hi und herzlich willkommen hier vom Pimax Roadshow Event. Ich stehe hier mit Jan, einer der ersten, der heute die Pimax Crystal ausprobiert hat. Und Jan, erzähl uns doch mal von deinen Eindrücken. Ja, war ganz spannend. Ich habe dann als erstes die Pimax ausprobiert mit einem Flugsimulator und ich habe noch nie einen Flugsimulator gespielt. War schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Also die Linsen waren schon auch sehr gut. Das Field of View war beeindruckend. Okay. Ich habe jetzt nicht die Mega-Erfahrung, weil ich halt bis dato PlayStation VR und Pico 3 und 4. Okay. Aber ja, dann hast du aber auch schon einen guten Eindruck von VR, finde ich, mit Pico 3 und 4. Ja. Doch. Ich hatte auch schon mal eine Quest und Quest okay. 2 im Kopf. Okay. Ja, dann wie würdest du das vergleichen im Vergleich zu deiner Pico 3 und 4? Sag mal vielleicht so vom Bildeindruck. Wie ist das Bild? Das Bild ist schon noch ein bisschen besser, definitiv. Also schon sehr. Also ich fand jetzt die Edge-to-Edge-Clarity, die bei der Pico ja auch schon ganz gut ist, ist hier nochmal besser. Okay. Fand ich jetzt noch besser. Farben? Farben waren auch ein bisschen knackiger noch, also definitiv, würde ich schon sagen. Okay. Was ist dir negativ aufgefallen? Boah, jetzt die Pico ist natürlich super leicht. Ja, okay. Die ist jetzt hier ein bisschen schwerer, aber dafür, sagen wir mal, ist sie nicht unkomfortabel. Also ich hatte die schon auf dem Kopf und konnte man einstellen und war auch in Ordnung. Okay. Aber da die jetzt die Pico natürlich so leicht ist, ist das schon erstmal so. Unterschied. Halt. Ja, natürlich, klar. Aber es ist natürlich auch ein anderes Gerät. Genau. Wie sieht's aus? Hast du Verzerrungen gesehen, diese Distortions oder so, die es ja damals gab bei Pimax 8KX und anderen Pimax Headsets? Ist dir da was aufgefallen? Ja, da war ja also von den, sagen wir mal, jetzt, die Geometrie hatte ich jetzt nur den Eindruck, bis ganz am Rand natürlich, aber das ist in jedem Headset bisher, glaube ich, so gewesen. Weil die ansonsten fand ich die sehr gut. Hatte ich auch keine Verzerrungen gesehen. Bei den Farben war das hier und da so, aber das kann auch sein, wenn man die vielleicht nochmal ein bisschen anders aussetzt, also dass das dann auch noch weg ist. Also, war eigentlich super. Okay. Also ich konnte jetzt in dem Flugsimulator konnte ich auch alles ablesen. Ja, okay. Da wurde mir gesagt, das ist nicht unbedingt üblich. Das stimmt. Genau, hier ist die Flugsimulatorstation, da hinten ist der Survivor. Und ja, das ist schon ganz interessant. Und du warst auf der Flugsimulatorstation und dann warst du bei der Vergleichsstation zwischen Aero und Crystal mit Skyrim. Und ja, wie war das so im Vergleich? Ja, ich hatte jetzt die Aero nur relativ kurz auf und ich kenne die von vorher auch nicht. Insofern war das jetzt auch noch ein sehr kurzer Eindruck. Ja. Also ich fand die jetzt relativ vergleichbar, habe jetzt keinen großen Unterschied gesehen, wobei ich jetzt bei der Aero hatte ich mehr Probleme, die auf den Kopf zu kriegen. Also das ist bei der Aero immer ein Problem leider. Genau, ja genau. Möglicherweise, wenn man jetzt mehr Zeit hat, kann man natürlich noch optimieren und auf den Kopf besser einstellen. Aber so der erste Eindruck war, ich setze die auf und ich habe eigentlich nichts gesehen. Das war halt zum ersten Mal bei so einer Brille, weil ich da normalerweise nicht so Probleme mit habe. Dann konnte ich die ein bisschen hin und her und dann links. Die Aero meinst du jetzt? Die Aero, genau. Ja. Und bei der Crystal war es halt so, die habe ich aufgesetzt und hatte eigentlich sofort, geht. Dann kann man noch ein bisschen optimieren, aber erstmal so geht eigentlich. Okay. FOV? Vergleich? Das ist jetzt wie gesagt zu wenig, also ich war vergleichbar. Also ich hatte jetzt keinen riesen Unterschied. Okay. Erster Eindruck war, aber das lag vielleicht auch am Flugsimulator, dass ich von da gekommen bin, hatte ich erst den Eindruck, das ist weniger bei der Aero. Ja. Aber als ich dann jetzt hier nochmal die Crystal bei Skyrim auf hatte, dachte ich, das ist glaube ich schon ungefähr der gleiche. Okay. In beide Richtungen, heutzutage und Wertzahl? Ja, nee, beide Richtungen ist nämlich ein guter Hinweis. Also, habe ich nämlich tatsächlich so nicht aufgeachtet. Okay. Insofern kann ich da. Musst du gleich vielleicht nochmal reingehen. So ja, okay. Ja, cool. Gibt es noch irgendwas, was du der Weltöffentlichkeit berichten möchtest? Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja, gut, das freut mich, dass es dir gefällt. Und hier die Location ist auch schön. Ja. Du hast ja auch so Tests, kann man mal machen. Ja, stimmt, genau. Ich mache hier mal ein bisschen VR. So. Ja, schön, alles klar. Dann geht es jetzt für dich wahrscheinlich gleich weiter zur nächsten Station, zur Portal. Und ja, wir freuen mich, dass du hier bist. Ja, danke. Ja, das war's hier erstmal wieder. Von der Pimax Roadshow. Gibt noch mehr Interviews. Bis bald. Macht's gut. Ciao und denkt an den Daumen nach oben und all die guten Sachen. Ja, vielleicht fragt doch mal Fragen auch im Kommentarbereich. Dann kann ich die das nächste Mal fragen. Ciao.